Diesmal hatten die Bauern es satt. Das stete Dauerfeuer an unsachlicher Kritik aus den Reihen der Bündnisgrünen. Etwa 80 Bauern empfingen Fraktionschef Anton Hofreiter am 9. Februar vor dem Vegan Igel in Hamburg. Also mein Anliegen ist, dass wir als Landwirte authentisch rüberkommen und dass wir nicht diffamiert werden und an eine Ecke gestellt werden. Und unser größtes Anliegen ist, dass die jetzige Generation auch eine Chance hat zu existieren und auch die nächste Generation, also unsere Enkelkinder, auch noch wieder den Betrieb weiter anpacken können. Hofreiter hatte sich in der letzten Zeit besonders lautstark, wenn auch inhaltsarm, zum Thema Agrarwende hervorgetan. Wir haben immer mehr Massentierhaltung, wir haben Unmengen Antibiotika. Wenn man sich bestimmte Antibiotikaresistenzen anschaut, das ist nicht in Ordnung. Das Humanmedizin zu machen. Dabei widerspricht ihm sogar Cordula Schulz Asche aus der eigenen Reihe. Unter dem Titel »Wenn nichts mehr wirkt«, erklärt sie auf einer Sitzung der Bundestagsfraktion der Grünen, dass 30% der Verordnungen im Humanbereich eigentlich unnötig seien. Während in der Humanmedizin laut Schulz-Asche 300 Tonnen und damit die Hälfte der gesamtverwendeten Mittel aus den Reihen der Reserveantibiotika stammten, findet das Hofreiter extrem problematisch, dass es in der Landwirtschaft 17 Tonnen sind. Bei den Grünen weiß man wohl, wogegen man ist, weniger aber wofür man steht. Wenn Sie sich zum Beispiel einen Strathof anschauen, sagt irgendjemand, dass das richtig ist. Also, ja, dann brauchen Sie sich alle in Anspruch. Das kann ich Ihnen erklären, Sie pauschalisieren. Wir wollen, dass das in bäuerlichen Familienbetrieben weiter geschieht, so wie wir aufgestellt sind. Und wir haben keine Agrarindustrie, jedenfalls nicht bei den Bauern, die hier sind. Wir haben landwirtschaftliche Betriebe, die dies aus Überzeugung tun. Und wir lassen uns da nicht von Ihnen erzählen, dass wir alles falsch machen. Von allen EU-Staaten hat Deutschland die stärkste Grundwasserbelastung, die stärkste Nitratbelastung. Mit einer Ausnahme, doch das stimmt schon. Auch Sie müssen sich informieren. Und gerade das mit dem Grundwasser, dass das an Deutschland an zweitletzter Stelle ist, das liegt daran, dass wir sehr viel weniger und sehr viel andere Brunnen gemeldet haben als die anderen. Die anderen Länder waren Blitzer, die haben alle Brunnen gemeldet und bei uns sind nur die kritischen gemeldet worden. So, dann kommt man natürlich zum ganz anderen Ergebnis. Sie haben uns in Ihren Äußerungen auch auf dem Bundesparteitag alle unter Generalverdacht gestellt, dass die Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft, eine schlimme Landwirtschaft ist. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Wo Probleme sind, werden sie angegangen, aber bei uns in Deutschland wird vernünftige Landwirtschaft betrieben und die lassen wir uns nicht von Ihnen und von den Grünen kaputt machen. Ja! Beim Bauernverband ist meiner Meinung nach das Problem, dass überhaupt nicht die Landwirte vertritt, sondern der Bauernverband hat immer die Ideologie wachse oder weiche. Und wenn die Ideologie ist wachse oder weiche, dann heißt das, die einen wachsen und die anderen müssen weichen. Im veganen Adler selbst ergriff Vizepräsident Klaus-Peter Lucht das Wort und hielt Hofreiter vor, die klassische Landwirtschaft an die Wand zu fahren. Warum wir heute Morgen hier sind, das hat eigentlich damit zu tun, wie grüne Politiker sich gerade auf dem Landesparteitag oder Bundesparteitag der Grünen hier in Hamburg zur Landwirtschaft geäußert haben. Herr Hofreiter ist da einer der wildesten gewesen. Also immer nur Massentierhaltung, wir müssen das verändern, das ist eine Katastrophe, hat er da gemacht und da fühlen wir uns einfach angesprochen und auch nicht für voll genommen. Ich würde mir wünschen, wenn man unsere Landwirtschaft mal wieder normal betrachtet und uns nicht immer in die Schmuddelecke stellt. Wir werden das in Zukunft nicht mehr zulassen, sondern wir werden uns dagegen wehren, genau wie wir das hier getan haben. Aber wir bieten Ihnen allen den Dialog an. Wir wollen mit Ihnen reden, aber wir wollen auch Lösungen haben, die auf unseren Betrieben auch umsetzbar sind. Mit erheblicher Aggressivität und falschen Behauptungen, insbesondere zur Tierhaltung, spielen Bündnis 90 die Grünen mit der Angst der Wähler und verunglimpfen gleichzeitig einen ganzen Berufsstand, kommentiert der Bauernverband die Aussagen der Grünen, die er für unseriös, weltfremd und gerade auch im Hinblick auf die Ernährung einer steigenden Weltbevölkerung für absolut kontraproduktiv hält. In grünen Agrarpolitik geht es viel um Resistenzen. Die wahren Resistenzen aber scheinen sich dort aufzutun, wo es um Fakten geht.